Na, Frau Ente, was willst du denn hier? Mei, die findet das bestimmt nicht so gut, wenn du hierher kommst. Ich habe kein Essen. Hast du Hunger? Hund hat nichts gemerkt. Ich glaube, die denken alle, ich habe zu essen. Mei, die kriegt langsam auch was spitz hier. Ist das nicht ein schöner Hund? Guck mal. Sieht aus wie so ein kleiner Schäferhund. Mach ja immer jetzt im letzten, mache hier abends immer Aloe Vera drauf und ihr glaubt gar nicht, wie meine Haut sich zum Positiven verändert hat. Sie ist so weich und so schön. Selbst meine Hände, die ich gestern damit eingerieben habe, sind noch richtig schön weich oben auf der Oberfläche. Also wenn ihr Aloe Vera noch nie ausprobiert habt, dann macht das unbedingt. Ich hatte auf meinem Kanal Beauty Over 50 ein Video hochgeladen gestern. Schaut euch das unbedingt an. Ich habe aber auch hier auf Wolfsmama Kanal, also wenn ihr Wolfsmama Aloe Vera eingibt oben in der Suchmaske, dann findet ihr noch ein ganz altes Video von mir. Da habe ich das alles noch mal so ein bisschen professioneller erklärt. Schaut euch das an, weil es ist wirklich ein Wundermittel. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ne? Klar, der eine oder andere macht das vielleicht nicht so empfinden, aber ich schon. Ich habe das so lange nicht mehr benutzt, ich Idi, aber wahrscheinlich auch deswegen, weil meine Aloe Vera Pflanze kaputt gegangen ist. Als wir aufs Dorf umgezogen sind, hatte ich tatsächlich auch keine mehr. Und wenn man das nicht immer vor Augen hat, dann macht man das ja auch nicht. Ich habe das früher oft gemacht, dass ich mir abends mit Aloe Vera oder auch zwischendurch immer mich damit eingepinselt habe. Und gerade wenn man sich irgendwie verbrannt hat oder so leichte Wunden. Auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich werde das jetzt viel öfter machen. Mein Sohn hat ja damals auch, weil wir immer sowas zu Hause hatten, hat er sich selbst ja auch ein paar gekauft. Und deswegen steht die ja überhaupt nur in seiner Wohnung. Jo, so ist das. Probiert das unbedingt mal aus. Aloe Vera. Guckt euch die Videos an. Mal ihm auf den Arm genommen. Ist irgendwie so ein bisschen kuscheliger und wärmer hier. Der Wind ist doch ganz schön kühl ab und zu. Außerdem ist sie da bei mir. Und hinten kommen nämlich ab und zu auch mal freilaufende Hunde. War eben schon Beispiel der Fall. Und so habe ich sie sicher hier im Arm. Geht dann schneller, wenn ich sie beschützen muss, wenn irgendjemand hier auf uns zustürmt. Als hätte ich es geahnt, ne? Da hinten ist der Hund im Wasser. Der war nämlich vorhin hier und die hatten nämlich geguckt, ob, also immer in diese Richtung, habe ich mich schon gefragt, was das soll, aber wahrscheinlich, weil sie den Hund da immer ins Wasser schicken mit irgendwas. Na? Nun guck schon. Da. Das hätten mal die nicht so gut gefunden, glaube ich. Tja, ich habe wieder ein Video gedreht. Diesmal ein ziemlich nachdenkliches Video. Wenn ihr wissen wollt, worüber es wieder geht in den nächsten Tagen, vielleicht morgen oder heute schon, wenn ihr das hier seht, wird es auf meinem Kanal sein. Und ich finde, schaut euch das an. Es ist schon richtig eigenartig, wie der Mensch so manchmal tickt, finde ich. Naja, Miley und ich liegen hier jetzt. Die ist auch kaputt vom Spaziergang. Vom langen, den wir gemacht haben, einer meiner Söhne ist aufgestanden. Den habe ich eben ins Badezimmer gehen hören. Der andere ist schon lange weg. Und ja, gucken wir mal. Ich
muss mal überlegen, ob ich für die Jungs jetzt noch was zu essen kochen soll, weil ich bin ja heute Abend nicht da. Oder ob sie essen gehen. Ich weiß, dass einer nicht da ist, der geht essen. Dann soll er die anderen mal mitnehmen. Sonst müsste ich nämlich jetzt kochen. Ich habe zwar noch ein bisschen was von gestern, aber das wird nicht reichen, nicht mal für eine Person. Es ist nur ein bisschen Suppe und ein bisschen von dem Auflauf. Mehr ist das aber auch nicht. Genau. Meine Hände übrigens sind immer noch nicht besser. Ist immer noch richtig schlimm. Wird auch schlimmer, habe ich das Gefühl, mit dem Einschlafen der Hände. Kann man nichts machen. Aber was besser geworden ist, ist auf jeden Fall mein pulsierender Tinnitus. Und zwar, ich würde mal sagen, mindestens um 60% besser seit der letzten Ohrreinigung. Und das hat mich wirklich richtig erstaunt. Und da bin ich richtig froh drüber. Warum? Ich habe keine Ahnung, weil eine Ohrreinigung lasse ich ja irgendwann immer mal machen. Das hat nie geholfen, ne? Sehr eigenartig. Wetter bezieht sich jetzt wieder, leider. Und es wird auch kühler. Ich habe das Fenster ein bisschen zu. Und ja, ich habe beschlossen, dass ich Miley mitnehmen werde nachher. Ah, mein Mann wollte ich noch anrufen, habe ich auch vergessen. Das mache ich immer gleich. Und schaue ich mal, ob der uns vielleicht bringt heute. Jo. Machen wir so. Ein Stück Schokolade habe ich wieder gegessen nach dem Spaziergang. Und jetzt hätte ich aber ehrlich Hunger und muss mir mal irgendwas machen. Genau. Ich esse jetzt hier die Reste von gestern, von dem Kartoffelauflauf. Und genau, dann werde ich meinen Sohn mal anrufen, mal gucken, wann der kommt. Die Jungs essen draußen und insofern alles klar. Ja, hier sitze ich jetzt und warte. Ist das da? Ja, Strom. Ja, wir haben das nämlich dahin gemacht aus der anderen Ecke. Ich warte jetzt auf meinen Sohn, der holt mich ab und dann fahren wir los. Wo ist denn eigentlich meine Haarspange hin? Da, die wollte ich auch mitnehmen, weil das ist immer ganz praktisch. Dann kann ich die nämlich nach hinten stecken, so nach oben. Die nehme ich mit. Mein Hund guckt nach meinem Sohn. Ja, wir gehen gleich los. Sie weiß schon wieder, dass ich gleich gehe und dass wir gleich gehen und versucht natürlich alles Mögliche, damit sie auch auf jeden Fall mitkommt und nicht hier gelassen wird. Ne, Miley? Ja, ansonsten habe ich hier ein bisschen klar Schiff gemacht. Ich habe ein bisschen sauber gemacht und hallo, Miley. Ja, ich würde noch die Decke wieder hoch machen und der andere wird auch gleich gehen. Die Jungs essen alle draußen, wahrscheinlich zusammen. Die connecten sich irgendwie nachher, glaube ich. Und ja, so ist das Leben, ne? Ich überlege die ganze Zeit, dass ich nichts vergesse, was ich brauchen könnte für euch. Strümpfe habe ich nicht eingepackt, aber die brauche ich auch nicht. Ich kann die jetzt nochmal anziehen. Nee, ich nehme nochmal ein paar mit. Weil das ist fresher. Ich habe da aber auch, glaube ich, noch Strümpfe irgendwo liegen. Naja, die Strümpfe sollen den Platz jetzt nicht wegnehmen. Ne? Ja, wie gesagt, also ob ich nochmal nach Hause komme heute, weiß ich nicht. Ich habe jetzt erstmal alles vorbereitet dafür, dass ich nicht wiederkomme heute. Jo, so, man fährt los. Miley hat es schon gesehen. Und ja, also ich habe alles vorbereitet, dass ich heute nicht komme. Dann gibt es zwei Fragestellungen. Wenn mein Sohn mich nach dem Iftar, also nach dem Fastenbrechen, wieder herfährt und nicht lange da bleibt, könnte ich überlegen, ob ich nochmal mitkomme. Dann ist es aber auch schon dunkel und es wird mit Sicherheit halb 10, 10 sein, wenn nicht sogar 11. Und dann sind die Kinder da, die mich belegen. Also es sieht eher so aus, als würde ich noch einen Tag da bleiben. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, er soll mich morgen abholen, falls ich nicht komme. Das wird er dann machen. Das ist doch echt schade. Denn hier laufen die kleinen Kinder mit Maske rum. Ja, ich finde es so, so schittig alle, wie alle wohl. Ne? Die armen Kinder, die so völlig. Wie wachsen die auf? Ne? Mit welcher Angst und mit welchen Gefühlen? Ne? Ich bedenke, dass wir das früher hätten machen müssen. Das ist schon echt doof. Na gut. Und genau, also werde ich wahrscheinlich da bleiben und ich habe gesagt, ich soll mich morgen abholen. Dann wird es wahrscheinlich morgen Abend erst werden, sodass dann derjenige, der mich holt, dann auch
da wieder essen wird, weil das ja dann auch wieder zu spät wird. Und wenn das so, weil die auch alle arbeiten müssen und wenn das dann wieder der Fall ist, wallah, sag ich schon, ich weiß auch nicht. Also ich habe keinen Bock, immer abends zu fahren mit dem Hund und so. Das ist mir einfach zu stressig alles. Naja, mal gucken. Also ein Tag nach dem anderen, vielleicht komme ich ja auch heute Abend wieder. Wir wissen es nicht. Wäre mir lieber, aber ich bin auch mega müde, ne? Muss man auch immer bedenken. Ich überlege gerade, wenn ich noch einen Tag länger da bleibe, brauche ich meinen Computer und den will ich eigentlich nicht mitnehmen, sonst kann ich meinen Blog nicht so gut schreiben. Das nervt am Handy. Da kann ich nicht so gut in die Tasten hauen. Das ist einfach zu anstrengend, aber ja, mal gucken. Ich nehme ihn nicht mit. Was soll ich machen? Es ist, wie es ist. Ja. So, Mann ist auch abgeklärt, der kommt natürlich nicht, habe ich mir ja schon gedacht. Der hat auch, ja, das wäre auch alles zu umständlich, der muss morgen wieder arbeiten hier und dann mich hin und wieder zurück und dann da bleiben. Muss nicht sein, deswegen fahre ich jetzt mit meinem Sohn und sonst lasse ich aber auch alles hier. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Tag, vielleicht nehme ich noch ein Shirt oder so mit, ich weiß nicht, Unterwäsche habe ich genug, das ist immer das Wichtigste. Strümpfe packe ich noch ein, genau, und was noch? Vielleicht noch so einen dünnen Pullover, so ein Mini-Shirt oder so. So was ganz Dünnes noch. Ich weiß nicht. Ist ja auch noch nicht so warm. Ne? Eine Jacke könnte ich sonst von Emmel nehmen. Ich kann auch irgendwas von Emmel anziehen. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich nehme noch mal das mit vielleicht. Genau. Hose nehme ich nicht mit. Die kann ich auch noch mal anziehen. Ja, liebe Leute. Und dann war es das. Wir werden dann jetzt gleich losfahren und sehen uns dann im Auto wieder, würde ich mal sagen. Mali, die denkt schon, ich darf nicht mit, ich muss auf jeden Fall hier bleiben. Ich bin ganz brav, ich mache auch nichts. Kommst mit, Hund, dich nehme ich mit. Jo. Auf jeden Fall.